Leute, einen wunderschönen guten Abend. Ihr seht, es ist dunkel geworden. Ach, wir sind müde, aber wir machen es trotzdem. Es ist Nacht geworden. Es ist nackt geworden. Geht ja schon gut los hier. Du hättest den Joint nicht rauchen sollen. Ich hab dir da übrigens noch Katzenminze mit reingemacht. Ich hoffe, das ist so, gegen die kämpfen wir später. Wir gucken erstmal, ob wir noch am Turnier teilnehmen können. Heute ist Samstag. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Ja. Oh oh, du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Felino auswählen, dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Müsste eigentlich jemand, oder? Ja. Passt schon. Wir passen auf die anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Silverbone, dem Turnierhelfer, übergehen. Eigentlich wollte ich Bibo nehmen, weil ich dachte, Bibo ist vielleicht etwas schwächer. Und Käfer zieht Käfer an, so nach dem Motto, schicksalsmäßig. Okay, wer das beste Käferpunkt? Wir haben 20 Minuten Zeit. Das heißt, wir können jetzt diese ganze Folge im Käferturnier verbringen. Wir fangen natürlich alle möglichen Käfer-Pokémon, die wir finden. Und suchen natürlich auch Geheimnisse. Und hier ist jetzt natürlich keiner. Da kriegen wir später eine Flinkklaue. Eine was? Eine Flinkklaue. Flinkklaue? Genau, eine Flinkklaue. Aber als allererstes, wir rennen mal da hoch. Gucken wir mal, was hier so rumschnüffelt. Genau, wir wollen aber eigentlich woanders hin. Ein Raupi. Bringt nicht so viele Punkte. Damit werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Na, so Blutzuck oder sowas wäre. Oh ja, Blutzuck oder ein ich vergesse mal, wie es heißt. Pinsir. Ein Pinsir. Oder ein. Das bringt natürlich. Scyther wäre auch cool. Wir müssen es schwächen. Wir haben keine andere Wahl, sonst schießt es so lange mit seinen Fäden, bis sich Felino nicht mehr bewegen kann. Nein, ich wollte nicht Parkball einsetzen. Ohnehin schon keine Arme hat. Aber wir haben auch nur 20 Parkbälle. Jetzt klappt es nicht. Mist. Das Pokémon hat sich befreit. Oh nein. Oh mein Gott. Aqua und Knarre. Und das Raupi muckt ganz schön auf hier, oder? Ja, ist ein Rudi. Muck bloß nicht auf hier, du Raupi. Man hat nur 20 Bälle für 20 Minuten? Ja, jede Minute ein Ball. Oder sowas in der Art. Ja, das wäre die Normalverteilung. Oh. Volltreffer. Unnecessary Crit ist unnecessary. Dun, 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 dun. So, die wollen jetzt sowieso alle nicht kämpfen. Wenn mich nicht alles täuscht, wo die alle Käfer sammeln wollen. Ach, du suchst jetzt das Loch im Zaun, kann das sein? Genau. Metapod, Metapod, Korn. Metapod, Metapod, Metapod. Savkin. Metapod. Metapod, Metapod. Ja. Wollen wir es einfach fangen, um eins gefangen zu haben? Natürlich. Darf man die behalten? Ich glaube nur das letzte. Aber ein Metapod ist zwar nur Level 9. Metapod. Metapod, Metapod. Hey, auf dem Platz 3 bekommen wir eine Beere. Safkan wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ich lese vor. Steht seiner Entwicklung bevor, härtet es seine Schale, um seinen empfindlichen Körper zu schützen. Das berühmte Safkan-Härtner-Paradoxon. Safkan Level 100? Sozusagen. Ach, da kommt noch was. Ich wette, uns springt jetzt ein Blutzuck an. Nein, ein Paras. Paras, Paras. Paras, 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 Paras. Aber Level 17? Habe ich das mit dem Pokéball oben rechts schon erklärt? Ja, ne? Ja, hast du. Giftpuder ist jetzt nicht das, was wir unbedingt kriegen mussten. Macht nix. Flackert dann so schön schwarz. Beim Laufen. War zumindest im ersten so, ich weiß nicht, wie es hier ist. Slam, komm, Slam. Schlamm. Oh, Slam ging daneben. Geschlammt. Okay, zur Not müssen wir flüchten, aber ich will noch ein Slam eigentlich gerne rausbringen. Und dann noch versuchen, einen Pokéball zu werfen, wenn es dann nicht drin bleibt. Parkball setzt er ein, Silver setzt ihn ein, Parkball, damit fangen wir uns ein Paras Level 17. Oh ja, ich weiß tatsächlich nicht, welches, Jesu, Gesundheit, danke, also, okay, ich habe es auch gerade gemerkt. Das Problem ist, wir sind vergiftet und können keine Items einsetzen. Tatsächlich. Ja. Wir sind also, sagen wir mal, wir sind so da gehandicapt, ist das Loch. Dass wir das. Ja, aber wir sind gerade so gehandicapt, dass wir das Turnier abbrechen werden. Du hast noch 17 Minuten. Möchtest du jetzt aufhören? Ja.
Das Problem ist nämlich... Also so Giftpuder ist ja immer das Todesurteil, oder? Ja, ich hätte eine Giftbeere tragen sollen. Wir werden nur deine gefangenen Pokémon. Der Gewinner stehen fest. Ich bin nicht bereit, weil ich habe nicht gewonnen. Dritter wurde Pokéfan Wilhelm mit einem Blutzock. Sehr gut. Mit einer Punktzahl vorhin dran. Ich weiß noch nicht genau, ich muss mal gucken, wie das funktioniert mit der... Vielleicht finden wir dann was Gutes. Warum finden wir den Smetbo? Ich habe noch nie einen Smetbo da drin gefunden. Gewinner des Geber-Turniers ist... Pinsir. Astrina Lars mit einem Smetbo. Mit einer Gesamtpunktzahl von 352. Ich muss jetzt trotzdem mal ganz kurz... Spiel du mal kurz weiter. Was aufschreiben. Genau. Wir kriegen eine Beere als Trostpreis, nicht als dritter Preis Okay. Übrigens. Okay. Ja, vielen Dank. Laber nicht rum. Wir gehen jetzt alle zu McDonald's und... Nein. Ja, wir gehen dann gleich nochmal zurück. Moment, aber warum haben wir ein Paras bekommen? Das letzte Pokémon darfst du behalten. Das gegen das man kämpft, nicht das, was man... Das letzte. Könntest du bitte erst unser Felino heilen? Natürlich. Da ist Start. So, ich habe eine Gegengiftbeere drin. Da ist A, da unten ist A und da oben ist... Ich habe doch den anderen Controller. Genau. Dankeschön. Und dann kannst du es irgendwie austauschen, dann kannst du nochmal rein in den Park gehen und dann holen wir noch die Items. Gut. So, hier oben gibt es nämlich ein Loch im Zaun und ein Bursche. Was will denn der haben? Wir gucken mal. Das sind immer die Tauscher. Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Brief- oder PC-Boxen ausdrucken. Ach, der Gameboy-Printer. That has been good times long, long, long ago. Okay, was finden wir denn? Ein Paraheiler. Damit Paras kann man Heiler. Bestimmt nur Paras heilen, ne? Genau. Mann, ich wollte den Witz gerade machen. Wieso hast du mir den geklaut? Paralyse? Du Penner. Kennst du Paralyse? Ich, ja, natürlich. Bist du auch manchmal paralysiert? Ja, das ist zwar ein bisschen Parastox, aber ja, habe ich. Ein Parasekt-Beispiel. So, wo ein... Die Love Paras 8 oder so. Wir finden die Love Parasec. Was haben wir denn? Schönes. Was haben wir gefunden? Ja, das gucke ich ja jetzt gerade. Was war das? 45? Mhm. 49. Ha! Zornklinge. Das ist... Sehr schön. So. Catchy Musik. Also die Musik ist schon ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Ein Hyperheiler. Wow. Wer hätte sonst gedacht, dass da was sein könnte? Ich meine, da war ja gar nichts zu sehen. Ich weiß übrigens, dass es in... Was machst du? Achso. Es gibt übrigens in Teak City... Weißt du, dass es in Teak City einen Hypertrank gibt? Versteckt? In Teak City? Ah, ja. Doch, stimmt. Früher in Prismania City lag auch immer in der Stadt was versteckt. Liegt immer noch. Aber da liegt ein AP Plus. Kannst du hier drin übrigens trainieren, wenn du willst. Oder wir gehen unten die Trainer nochmal besiegen und nochmal zurück in die Stadt. Müssen wir eh. Jetzt sind hier Trainer? Ja. Achso, davor. Gibt die uns nicht was? Davor sind Trainer und die nicht, aber da hinten dann, oder? Da, genau. Die gibt uns jetzt die. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst dein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Wir halten die Flinklauer. Flinklauer erhöht die Erstschlagchance. Manchmal erhält sie durch sie die Initiative. Das heißt, auch ein Pokémon mit niedrigerer Initiative kann mal den Erstschlag bekommen. Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch, sehr praktisch, sehr praktisch. Du solltest vielleicht, dein Pokémon tauschen. Nö. Ich bin da immer sehr, Schwaches Felino-mäßig? Ja. Weil Dirk, ein Vulcano schickt. Versucht uns jetzt hier mit seinem Wachhund. Ruf, burn. Unser Felino hat trotzdem nur noch 11 KP mit Aquaknarre. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Felino beißt uns tot und wir wechseln. Das Felino beißt uns tot. Das Vulcano, Entschuldigung. Ja, sowas darf zum Beispiel bei Zubat nicht passieren, dass es besiegt wird, weil das nämlich gegen die Freundschaft ist. Was? Wie was? Freundschaftspunkte nehmen ab, wenn du besiegt wirst. Also wenn dein Pokémon besiegt wird, dann mag es dich nicht mehr so doll. Das ist ja das Prinzip, was später... Rückkehr und Frustration haben. Frustration ist am Anfang des Spiels vielleicht mit sich, weil wenn ich das Pokémon noch nicht so sehr mag, aber eigentlich später irgendwie nicht so sehr. Okay. Und Rückkehr ist halt, macht mehr Schaden, je mehr dich dein Pokémon mag. Okay. Also auf dem X-Bad zum Beispiel gar nicht mal so schlecht zu spielen. Was macht man, wenn dein Vati brennt, das arme Vati? Warten, bis es nie mehr brennt. Doppel A, ja. Ja.
Oh, Backe. Okay, der war gut. Hier, kriegst du eine Faust, komm. Dankeschön. Bitte, bitte, bitte. So, mal gucken, wer zuerst stirbt. Oh, Martin nicht. Also bitte. Brüller. Bibor wurde auserwählt. Was machen wir denn? Na, wir zerschneiden natürlich genau, den Grund von Dirk. Das Beste, was wir machen können, wir lassen Bibor drin. Genau. Denn du bist ein Lauch. Hier gebe ich nochmal den Controller. Ey, ich versuche nur ein bisschen Vielfalt reinzubringen. Guck mal, ich greife sogar nochmal an. Denn wenn jetzt ein Volltreffer kommt. Aber es kommt nicht. Mein Gott. Dafür sind wir, wenn die Sache hinhaut. Und sie wird hinhauen. Level 15. Du Penner. Ey. Und natürlich lernen wir noch irgendwas Geiles, oder? Was kann das? Da erhöht die Volltrefferquote. Guck mal, und hier, Paralyse, ne, Digga. Das lohnt sich doch, dass das Vati in Flammen steht. Und Bibor fast tot ist. So ist es. Ja, versuchen wir an denen da unten vorbeizukommen, um ins Pokémon Center nochmal zu geraten. Wir müssen nachher eh nochmal da zurück. Okay, mach ich. Fuck. Okay, hier ist der Controller. Du, Virtuosität, mit der ich die Belligerent-Lehre. Das ist ja. Bisschen. Hier sind meine Bälle, Jungchen. Setze sie weise ein. Okay. Volto Ball. Schon wieder eine Diablo-Referenz. Volto Ball. Okay. Aber Ball wird doch anders geschrieben. Ja, ich weiß. Para-Heiler wird auch anders geschrieben und du sagst Paras-Heiler. Du bist wirklich. Das ist ein Paraseiler. Du bist so ein Verbalpedant. Ich fasse das gar nicht. Kannst echt mein Bruder sein. Oh nein, bitte nicht. SpongeBob. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Genau so. Ach, das ist ja erst Level 2. Oh. Gar nicht gesehen. Hätte auch ein Grafikfehler sein können. So, das nächste ist jetzt Level 4, dann Level 8 und dann Level 16. Oder? Hat er nicht gesagt, er geht gut mit seinen Bällen um? Wieso schickt er denn hier nur. Okay, Level 6. Nur weil er mit seinen Bällen spielt, heißt so lange nicht, dass er gut ist. Ich wette, das sind einfach nur rot-weiße Bälle, die er angemalt hat. Die können eigentlich nicht. Ich weiß nur Pokebälle rein. Er hat seinen Pokebällen Augen aufgemalt und. Aber ich finde, wenn man einen Voltoball fängt oder einen Elektroball, dann könnte man. Also wenn man das Voltoball dann spielen will, könnte man es schon vorher Elektrobaal nennen. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine Planetarium. Schlechte Idee. Hä? Okay. Planetarium kennst du nicht? Das ist auch okay. Nee, nicht schon gut, sprich weiter. Level 16? 14, okay. 2, 6, 14. Nun. 2, 6, 14 und das andere, was wir besiegt haben, wo wir zwischendurch nicht hingeguckt haben, weil wir uns unterhalten haben. Was auf Level 10 war. Kreideschrei, das. Ah. Ja, sinkt stark, heißt sinkt um 2 Stufen. Dui, dui. Für diesen Kampf natürlich, für nicht wissende Pokémon-Spieler, die reinkommen oder sich das angucken, aus Neugier. Die Werte, die durch gewisse Angriffe gesenkt werden, werden nur für den Kampf gesenkt, beziehungsweise bis der Trainer besiegt ist. Oder das Pokémon gewechselt. Nee. Doch. Naja, für das neue Pokémon gelten die Werte nicht, aber das andere behält es noch, ne? Oder wenn es dann wieder aufgehoben wird, hat es wieder die alten Werte? Wenn ich das wieder reintausche, dann... Gut. Es wäre etwas sehr harsch, wenn das nicht gehen würde. Ich finde es immer noch komisch, dass sich die Frisur von diesen Mädchen bewegt. Ich dachte immer, es wäre ein Hut. Die sehen nämlich aus wie Cowboyhüte, die die aufhaben. Die da gerade vor dem Ding war. Muss mal gucken gleich. Ja. So, wir gehen jetzt mal Mädchen stalken. Ja, unbedingt. Und dann werden wir noch ganz kurz eine Gärtnerei besuchen und in den. Da komm, von vorne geht's ja, ne? Aber ja. Pass mal auf. Von hinten, sowas von. Von der Seite geht's auch, aber von. Ich finde, von wenn sie nach oben. Lauf mal nach oben. Sprich's doch einfach an. Tante, lauf nach oben. Warte mal, vielleicht. Nein, wir warten jetzt, wir stalken jetzt Mädchen. Okay, guck mal, tu mal so, als wenn du ganz unbehelligt bist. Sie will uns ihren Hut nicht zeigen. Ich schwöre dir, von unten sieht das aus, als wenn sie einen Cowboy-Hut trägt. Ha! Überhaupt nicht. Wie nicht? Also allerhöchstens so ein Hexenhut, aber nein, eigentlich nicht. Sieht einfach nur scheiße aus. Also den Hut hätte ich da nicht erkannt. Ich kann schon verstehen, ja, dass man die Haare nicht erkennt. Ja, es sind halt nur ein paar Pixel. Ne? Das ist nicht viel. Ja, hier, du kennst das. Frauen in Videospielen. Hier, same as dead ass. Ach so, ja. Eine Pixel. Ach Gottchen. Ah, hier kriegen wir die Chili-Kanne, ne? Du bist besser als Bianca. Hast du vom laufenden Baum gehört?
Benetzt du ihn mit einer Shiggy-Kanne? Greift er an, aber da du ja einige Orden hast, sollte es kein Problem sein. Silver hält Shiggy-Kanne. Wer sich erinnert, Route... Genau. Genau. Gab es einen Baum, der getanzt hat. Wir sagen natürlich nicht, also wir verraten jetzt nicht, dass es sich um einen Pokémon handelt. Da hast du Wasser, mein hübsches. Niedlich. Warum eigentlich Shiggy-Kanne? Sieht das aus wie ein Shiggy? Wurde es von einem Shiggy gemacht? Besteht es aus einem Shiggy? Ist es für Shiggys? Es ist ein altes, totes Shiggy. Es ist ein ausgehöhltes, totes... Irgendein Franzose hat sich da... Nein, okay. Kein Rassist. Das kann mir nur ich bin sehen. Ja nicht rassistisch, aber... ich, das Buch von... Ach ja, hier unten so, ist Kräuterhöhle. Ab in den Untergrund. Oh, da ist der Badass, der versuchte zu mogeln. Was hat er gemacht? Hat er sein Elektro-Pokémon auf die... Verdammt, ich hätte jetzt gerne ein Wortspiel gebracht. Falls ihr euch gefragt habt, wie unser Bloody aussieht... ungefähr so. Ungefähr so wie die Streber-Sprites in Pokémon haben wir unseren Bloody. Da nur das Haar heller und die Brillen cooler. Dieser, ja, cool, ja, cooler natürlich. Ja. Also ich sehe auch, übrigens, ich sehe halt auch so verpixelt aus im wahren Leben. Das ist halt Sache so. Dafür kann ich nichts. Das ist eine erbliche Sache. Mhm. Mit wem würdest du mich vergleichen? Ach, Bianca fand ich, hat es ziemlich gut getroffen. Ach komm, ich nicht. Felinos Attacke ging daneben. Wobei eigentlich, so, wenn ich so gucke jetzt, so, du und Slimer. Ich bin also, nicht rosa. Ich bin nicht niedlich. Wenn wir Slimer jetzt noch den Bart geben, dann könnte das schon Ähnlichkeit haben. Dir ist klar, dass es viel einen Bart hat. Guck mal, einen weißen Schnauzbart, siehst du das? Das ist doch kein Bart. Ja, das ist ein Fläumchen. Ein Hitler-Fläumchen. Das war die Känguru-Referenz jetzt ja. Nicht wundern, dass wir über Franzosen und Hitler sprechen. Es ist einfach unser Humor. Moment, die Franzosen hatten doch aber nichts mit dem Känguru zu tun, oder? Nein. Aber es sind halt gewisse Themen, die hier angesprochen werden, die mit Pokémon so wenig zu tun haben, dass man eigentlich... Das ist normal. Ja, wir möchten unser Pokémon wechseln. Wir müssen mal entweder Togepi auf die Box legen oder es mal einsetzen. Ich wäre für auf die Box legen. Das Togepi, ja, das ist ein bisschen useless. Weil Togetic kann schon ganz cool sein. Früher, als ich nicht wusste, wie das funktioniert mit den Entwickeln von Togepi und so, hat es sich ja auch über Freundschaft entwickelt. Da hat es bei mir gedauert, bis ich drüben in Kanto war. Bis ich nach meinem Togetic bekommen habe. Ich habe auch nie verstanden, wie sieht das Togetic nochmal aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau so. Können wir nachher gucken. Okay. Ich müssen sowieso noch was nachgucken. Weil dann können wir nächste Woche, also wenn wir dann irgendwann mal wieder passend an einem Dienstag oder Samstag aufnehmen, mal gucken. So, den da machen wir auf jeden Fall noch fertig. Und heben natürlich den Ball auf, der Lamy. Meine Pokémon kommen gerade vom Chauffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Ich glaube, es wird nicht Chauffeur ausgesprochen, oder? Chauffeur eigentlich. Chauffeur, ja. Aber also halt vom so. Friseur. Ja, genau. Takao, Pokémon, Takao, Oh, seht ihr die schöne Frisur von Schlurp? Wow. Frisch frisiert. Ne, das ist eine polierte Glatze, guck dir das doch mal an. Du willst gar nicht wissen, wo der da gerade Frisur gemacht hat. Schlurp ist schon ein sehr merkwürdiges Pokémon. Ich dachte so, weißt du, es gibt ja Menschen, die denken sich diese Pokémon aus. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, Schlurp, wer, männlich, weiblich, dachte sich, was haben wir noch nicht? Ich weiß. Ein gigantisch rosafarben Teddybär-glatzenartig krebserkrankt räudiges Riesenzungenmonster mit aufgemalten Knieschonern und einem gigantischen Kuschel-Wattebausch-Schwanz, was wir vorzugsweise Normal-Pokémon-Trainern unterjubeln können. Ich glaube übrigens, du machst dir viel zu viele Gedanken. Das ist ein Pokémon der ersten Generation. Ja. Da hat man sich noch nicht so viel. Da war dann... Ja. Wie heißt der Typ, der sich die Pokémon ausgedacht hat? Ich wette, man hat 151 Sozialpädagogikstudenten zusammengefärbt und hat gesagt, ihr kriegt alle eine Margarita-Pizza, wenn ihr euch hier mit diesen Wachsstiften... Du weißt schon, dass die ursprünglichen Pokémon zum größten Teil von einer Person... Käfer-Pokémon waren, ja. Und nee, das, 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 das waren...
Das auch. Das war der Ursprung, ja. Das können wir in der nächsten Folge mal erzählen, wie das... Wir haben einen Münzkorb gefunden, genau. Und Geschichte. Eine Tante. Die verkauft Kräuter. Hallo Kleiner, ich verkaufe... Nein, musst du anmachen. Hallo Kleiner, ich verkaufe Kräuter der Meise. Sie wirkt, aber ist bitter. Deine Pokémon werden sie nicht mögen. Hier sind so besondere Items. Die Dinger sind günstiger. Und da es uns, außer später bei Zubat oder Togepi, überhaupt nicht interessiert, wie sehr sie uns mögen, kaufen wir jetzt zum Beispiel hier mal Energiestaub. Fünfmal. Weil wir sparen da 200. Oder hier eine Kraftwurzel. Die würden wir 400 sparen, kaufen wir mal zwei schon mal. Hat das bitter irgendeine Auswirkung? Ja, die mögen uns nicht mehr so sehr. Ja, die Freundschaftsgeschichte. Genau. Halt alle Statusprobleme. Nehmen wir auch mit. 5. Und was macht Vitalkraut? Erhöht die Belebendes. Ah, Belebendes. Beleber kostet normalerweise 3,5, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ihr seht schon, wir sparen, aber wir brauchen noch keine. Wieso nicht wieder? Das ist der Käufer. Willkommen, ich leite den Pokémon-Salon. Ich bin der ältere und bessere der beiden. Nur wo Bitter steht, senkt die Freundschaftswerte, aber die anderen nicht. Okay. Genau. Ich verleihe dein Pokémon ein schöneres Äußeres für nur 500 Pokédollar. Soll ich damit anfangen? Nein. Was passiert? Das ist eine Schande. Das steigert den Freundschaftswert, weil Pokémon uns mögen, wenn wir sie zum Friseur schicken. So, ich würde aber sagen, wir gehen in der nächsten Folge hier weiter. Was mag sich in diesem Gang dort verbergen? Und was in diesem ist anderen oben? Gang? Unglaublich. Sind das Gegner, Feinde, Freunde? Und die viel wichtigere Frage ist, was haben die Illuminaten damit zu tun? Und gibt es auch nicht-irische Iren? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.